So. Oh, was haben wir hier? Kurz gucken. Ein Türstopper, um die Tür aufzuhalten. Okay, das heißt, wenn wir den wegmachen... Hä? Kann man den wegmachen? Moment. Ich lasse die Tür zufallen. Okay. Keine Ahnung, was das für eine Rolle spielt. Oh, da können wir sogar das Licht ausmachen. Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht gleich in einer Gefahr ausgesetzt werden. Und irgendwie müssen wir mit den zwei Dingern die Typen, oder wer auch immer uns angreift, vielleicht K.O. hauen. Mal gucken. Erstmal, ist das dieser Lüfter, der hier so leer macht? Keine Ahnung. Ein bisschen arg komisch. Auch hier haben wir das Gleiche. Okay, also wir haben noch eine Ebene zum Erkunden. Boah. Und hier ist wahrscheinlich Sackgasse, oder? Mit einem altmodischen Schloss verschlossen. Da hilft keine Hackerei. Haben wir was da? Aufhebeln. Wie soll das denn gehen, bitte? Keine Ahnung. Mit einem Haken. Das halte ich für keine gute Idee. Okay, na gut, na gut. Hier liegt auch nichts mehr rum. Dann probieren wir einfach die zweite Tür. Da war auf jeden Fall grün. Da dürfen wir rein. So, die Tür bleibt offen. Oh, sieht genau gleich aus. Auch wieder mit zwei Türen. Was haben wir hier drin? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Auch hier, okay. Mit einem altmodischen Schloss verschlossen. Da hilft keine Hackerei. Okay. Ziemlich viele Türen, die verschlossen sind. Hier ist offen. Warte mal! Schon wieder. Okay, irgendwer spielt uns einen Streich. Und ich glaube, der Raum ist echt nur dafür da, dass wir hier reingehen, oder? Und dann wieder rausgehen. Geht hier was? Ich habe den Schlüssel nicht. Ah, ich verstehe. Okay, hier geht auch nichts. Die Tür ist verschlossen. Oh! Was zum Geier. Mr. Spallacci? Was soll ich machen? Anscheinend weiß sie von nichts. Wir brauchen sie nicht mehr. Ah, da sind wir jetzt. Okay. Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Tut mir leid, Lady. Ist nichts Persönliches. What the fuck? Wer ist das denn? Okay. Es geht doch nichts über eine AK-47, der Soldaten beste Freundin. Ich bin jetzt schon eifersüchtig. Wer sind die Kerle? Schätze mal, die Mafia? Hm, dachte ich mir. Sie wollen mich vernichten. Aber das schaffen sie nicht. Ich bin zu clever für sie. Ha! Ich bin Meinert. Und wer sind Sie? Ich bin eine Journalistin. Ach ja? Aus Paris. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Sie haben über das Gold geredet. Sie waren recht gut. Nein, nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin brillant. Niemand auf der Welt hat geschafft, was ich geschafft habe. Zumindest nicht seit Jahrtausenden. Ein atomiges Gold. Es gibt es. Ich habe es gemacht. Hier! Sie müssen sehr stolz sein. Stolz? Natürlich bin ich das. Die Pharaonen, sie waren die Ersten, wissen Sie? Und Moses, er kannte das Geheimnis. Er machte das Gold wie ich, in der Wüste. Es ist magisch. Es tötet Leute, aber es rettet sie auch. Heilt Krankheiten, löscht aber Millionen aus. Kein Wunder, dass sie Angst hatten. Aber ich nicht. Ich zähmte es. Es ist wunderschön, wissen Sie? Sie wollen es doch nicht stehlen, oder? Nein, ich will Ihre Geschichte erzählen. Der ganzen Welt. Hm. Folgen Sie mir. Okay. Mein eigener Entwurf. Was meinen Sie? Es ist erstaunlich. Brillant. Ich weiß. Das Gold kommt da rein, die Maschine fokussiert die Energie und dann... Paff! Zack! Ein atomiges Gold. Jede Menge. Die Ausbeute war fantastisch. Sie wollten so viel, wie ich herstellen konnte. Also machte ich so viel, wie sie transportieren konnten. Wer sind Sie? Meine Kunden. Warum wollten Sie es? Für eine Waffe. Eine große Waffe. Oh, das ist ja schrecklich. Ja. Verdammt richtig. Es ist schrecklich. Sie baten mich nicht einmal um Hilfe. Ha! Ist das nicht verrückt? Ich meine, ich liebe Waffen. Ich bin sehr gut mit Waffen. Waffen sind meine zweite Liebe. Nach Gold, was? Nein,
Nach Frauen! 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 Ich mag sogar das Wort Frauen. Also gab es hier einen Unfall? Nein, diese anderen Männer, die kamen, sie jagten alles in die Luft. Verrückt! 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 Glücklicherweise esse ich das Zeugs. Jeden Tag hat mich vor deren Bomben beschützt, wie Sie sehen. Was für ein Glück. Glück? Glück? Sind Sie wahnsinnig? Ich meinte Unglück. Was passierte denn mit Anna Maria? Sind Sie Ihre Freundin? Nein. Oh nein. Sie ist nicht meine Freundin. Ich hasse sie sogar. Gut, ich hasse sie auch. Sie ist eine Hure, eine betrügerische Hure. Nahm all mein Geld, Millionen von Dollars. Sie versteckte es. Ich zeig's Ihnen. Oh, Video? Ach, nee. Da drin ist es. Es muss da sein. Mein Geld. Aber ich krieg's nicht auf. Hab alles versucht. Wie wäre es... Ja? Wenn wir den Safe in die Zentrifuge brächten. Was? Aber das wäre... Wahnsinn? Totaler! Aber würde es funktionieren? Na klar! Die beste Idee, die ich je hatte! Packen wir es an! Die er hatte, ja, natürlich. Okay. Ich kenne die Kombination nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Die Frage ist, wie kriegen wir den da? Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Lücke. Und wir dürfen hier hoch. Okay, bevor wir hochgehen, möchte ich kurz hier unten gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas in der Schublade noch brauchen. Okay, wo geht's da lang? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Klar, und wie sind wir hier reingekommen? Na gut, wahrscheinlich von oben. Würde ich jetzt einfach mal raten. Na, Bock hier. Ah, sieh an, hier hätten wir so einen Kran, aber da können wir nicht agieren. Hier können wir agieren. Das Kontrollpult funktioniert, aber die Kette scheint festgerostet. Okay, das ist die Kette, oder? Die Kette sieht sehr rostig aus. Ja, wir hatten doch, ich bezweifle, dass man mit dem Kaugummi Rost wegkriegt. Das ist nicht der richtige Weg. Ja, dachte ich mir schon. Okay, dann suchen wir uns mal hier ein bisschen nach Zeug. Diese Maschine ist riesig. Der Bau muss Millionen gekostet haben. Offensichtlich war ihnen dieser Teil der Anlage sehr wichtig. Der Rest der Anlage ist heruntergekommen, aber diese Maschine ist allererste Sahne. Boah, Riesenlöcher. Keine Chance. Mach ich nicht. Okay. Hier haben wir ein Förderband. Eine Art Rollband. Wahrscheinlich, um die großen Trichter zu bewegen. Okay, hier müssen wir den Safe wahrscheinlich draufkriegen. Hier ist ein Kontrollpult. Das Kontrollpult ist außer Betrieb. Nicht angeschlossen. Okay, zwei Aufgaben. Strom und rostfrei kriegen. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Hier waren wir ja eben drin. Ach, hier fehlt uns der Schlüssel, richtig? Ich habe den Schlüssel nicht. Ja, genau. Hallo? Okay. Ging's denn hier? Nein, da ging's nicht weiter. Vielleicht, bevor wir weitergehen, vielleicht können wir mit ihm reden. Irgendwas hat er vielleicht noch. Oder wir können ihn fragen, ob er einen Schlüssel hat, etc. Irgendwie sowas. Ah, warte mal, hier geht's auch noch runter, sehe ich gerade. Okay. Vielleicht können wir hier auch die Tür aufmachen. Irgendwie? Aber die war ja verschlossen, nicht verriegelt. Ein altmodisches Schloss. Ja. Können wir hier so mit ihm reden? Okay. Ich wollte schon sagen, was macht sie denn jetzt? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Da ist nichts. Hier müssen wir das Teil wahrscheinlich reinkriegen irgendwie. Sehe jetzt aber spontan auch nichts hier. Verschlossen. Oh Mann, ey. Hier ist alles verschlossen. Wie läuft der Typ eigentlich hier rum, frage ich mich gerade. Gut, dann versuchen wir mit ihm zu reden. Sobald wir es... Hallo? Treppe? Danke. So, einmal hier runter. Oh, ja, wir haben vieles zu fragen.
Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Keine Sorge, Lady. Dieses Baby kann in den richtigen Händen den Kopf einer Klapperschlange auf eine halbe Meile wegpusten. Und das hier sind die richtigen Hände. Ich fühle mich schon viel sicherer. Sie haben also schon versucht, den Safe zu öffnen? Ich habe ein paar Salven auf ihn abgefeuert, aber er öffnete sich nicht. Und was soll da nochmal drin sein? Der Beweis, dass sie mich betrogen hat. Sie hat mit meinem Gold ein Vermögen gemacht. Ich weiß das. Haben Sie den Prozess selbst erfunden? Ja, komplett. Naja, fast. Anna Maria hatte dieses alte Manuskript. Es war uralt, ägyptisch. Waren ein paar Abkürzungen drin, aber die brauchte ich nicht. Naja, ein paar. Wo hatte sie es her? Wer weiß. Das hat sie nie gesagt. Vielleicht gestohlen. Erzählen Sie mir mehr über die Zentrifuge. Ich werde ein Gott unter den Menschen sein. Niemand sonst kann einatomiges Gold herstellen. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich mache Gold, aber kein gewöhnliches Gold. Oh nein, einatomiges Gold. Sie sagten, das wäre unmöglich. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich hab's gegessen, wissen Sie? Macht einen unbezwingbar. Das ewige Leben. Es macht einen eher verrückt, glaube ich. Das hier zu bauen muss ein Vermögen gekostet haben. Oh ja, hat es auch. Millionen. Und wer hat die ausgespuckt? Ha, die geheimen Leute. Psst. Nicht den Namen erwähnen. Werde ich nicht. Aber mir können Sie es ja sagen. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. Na toll. Sie sahen meine Forschung, gaben mir Geld, damit ich das hier bauen konnte. Sehr verschwiegen. War Anna Maria bei Ihnen? Sie war der Strohmann. Wohl eher ein Strohweib. Eine Strohfrau. Andere haben Sie nicht kennengelernt. Einmal. Einen Typen am Telefon. Hab den Namen vergessen. Wen interessiert's? Ist Geschichte. Erzählen Sie mir von der Explosion. Ich war für kleine Jungs. Wollen Sie wirklich wissen, was ich da gemacht habe? Nein, danke. Keine Details nötig. Ich sag's Ihnen trotzdem. Ich habe mir die Hände gewaschen. Also war es ein Unfall. So ein Blödsinn. Es war Sabotage. Diese Hure Anna Maria. Sie schuldet mir Geld. Warum sollte sie die Fabrik in die Luft jagen? Die Versicherung. Was dachten Sie denn? Sind Sie versichert? Wenn ich darüber nachdenke, nein. Was war dann mit Anna Maria? Sie betrog mich. Ich machte all das Gold. Sie nahm es. Hat sie sie nicht bezahlt? Und? Und wenn schon? Es gehörte mir. Haben Sie wirklich keine Idee, für wen sie gearbeitet haben könnte? Wenn ich sie sehe, wird sie bezahlen. Deswegen habe ich ja mein Baby hier dabei. Ja, nettes Teil. Das ist meins. Vergessen Sie das nicht, Lady. Okay, der Typ scheint mir sehr verwirrt zu sein. Auf der einen Seite sagt er, sie hat ihm alles geklaut. Nachdem aber jetzt hier herausgekommen ist, er wurde eigentlich bezahlt. Also eventuell, so habe ich das zumindest verstanden, dass er bezahlt wurde. Weil er ja gesagt hat, mir egal, sie hat mein Gold. Ich weiß auch nicht, was genau Anna Maria da jetzt echt, also schon sehr, sehr merkwürdig. Aber noch viel merkwürdiger finde ich, dass ich hier nichts finde und wir eigentlich keine Möglichkeit haben, hier gerade weiterzukommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hoch und gehen in diesen Gang da rein, ins Treppenhaus und gehen nochmal hoch. Wenn ich es finde. Das war doch da hinten, ne? Weil wir können hier rein gar nichts machen. Da ist ja auch nichts. Die Frage ist, kriegen wir die Tür auf? Ah, sehr schön. Ich meine, wir haben hier immer noch was mit diesen Stoppern zu tun. Und? Da unten war abgeschlossen. Konnten wir noch hoch? Nee, höher ging es nicht. Warum können wir jetzt... Ich mach's jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, vielleicht macht das ja irgendwas soll es ja bringen. Das war das kaputte Waschbecken. Ja, eigentlich wäre jetzt komisch, wenn wir auf einmal neue Sachen finden würden, die wir davor nicht gefunden haben. Andererseits, sind die wirklich weg? Ist auch eine gute Frage. Boah, blöde Musik. Hm.
Ja, hier ist halt einfach rein gar nichts. Wir können hier reingucken, okay? Ich muss den Safe in die Zentrifuge bekommen. Ja, dazu brauchen wir aber irgendwie mal Strom oder so ähnlich. Mein Strom ist ja eigentlich da, also sieht man ja, Licht brennt überall. Das ist wieder der Fahrstuhl von oben. Ich brauche einen Schlüssel und ich habe keinen. Hm. Hier liegt auch... Oh, warte mal. Was ist das hier? Was für ein Durcheinander. Gibt's da irgendwas? Und es sieht nicht so aus, als wäre die Explosion die Ursache. Nein? Vielleicht... Das ist nicht der richtige Weg. Nein, okay. Können wir hier irgendwas... kombinieren? Hallo? Cool, jetzt geht's Inventar nicht mehr. Ah. Okay. Ein bisschen für buggy. Ein bisschen buggy. Ein Streifen Kaugummi. Ja, toll. Bringt uns wahnsinnig viel. Ja. Hm. Jetzt haben wir das Licht aus. Aber bringt uns auch eher wenig. Da unten war ja definitiv Sackgasse. Außer die sind jetzt von unten geflüchtet quasi. Und haben die Tür offen gelassen. Das wäre natürlich super. Aber sieht nicht danach aus. Mit einem altmodischen Schloss verschlossen. Hm. Da hilft keine Hackerei. Und hier ist auch echt nichts. Nee. Tja. Jetzt sind wir wieder hier. Das wird nicht klappen. Das Kontrollpult ist für das Rollband. Ja, so weit waren wir auch schon. Meinen wir jetzt komisch, wenn wir hier irgendwas... Das tue ich ganz bestimmt nicht. ...machen könnten hier, aber... Keine Chance. Ja. Mache ich nicht. Wäre sehr strange. Im Endeffekt liegt alles an dieser Scheißkette hier. Können wir das vielleicht freihauen, irgendwie, den Rost? Ein bisschen Schmiermittel wäre hilfreicher. Ja, habe ich aber nicht. Das wird nicht klappen. Ich habe auch nirgends irgendwie eine Dose gesehen, die wir mit dem Haken aufhacken könnten oder so ähnlich. Gehen wir nochmal hier eben runter. Irgendwo gibt's was, was wir übersehen haben. Die Tür war zu, soweit ich weiß. Verschlossen. Ja. Da liegt nichts. Und hier ist zwar eine Kiste, mit der können wir aber nichts machen. Da hinten geht nichts. Da überall sind Sachen, aber nicht agierbar damit. Auch das sieht sehr unbrauchbar aus, alles. Hm. Wir können auch nichts an dem Fenster machen. Na. Die Treppe mag mich nicht. So. Mit dem Gitter können wir auch nichts machen, oder? Ich kenne die Kombination nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Ja, ja, das war jetzt auch nicht das Ziel. Wir können hier drauf. Okay, das bringt relativ wenig. Bis zu gar nichts. keine Ahnung. Gut, geht halt. Gibt's halt zwei Optionen. Wobei ich sagen muss, das hier wird zwar... Das sieht auffällig aus, aber wir können hier nichts machen. Von dem her. Und hier ist echt nichts. Hier... Hätten wir denn noch einen Raum? Irgendwas haben wir doch übersehen. Ich meine, ich kann Ihnen den Kaugummi anbieten, aber das... Das halte ich für keine gute Idee. Ja, dachte ich mir. So geht das nicht. Nö. So geht das nicht. Können wir denn mit dem Ding irgendwas machen? Nochmal?
Die Türen sind schon offen. Ah, okay, drum. Bringt uns also auch nichts. Nein. Ah. Ich kenne die Kombination ja, nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Das weiß ich doch. Also ich glaube, wir können uns einig sein, hier unten können wir erstmal nichts machen. Das Ding ist unser Ziel. Das wird nicht klappen. Ja, wir können halt da nichts machen. Können wir das angucken? Das ist ein Kontrollpult für den Flaschenzug da oben. Toll. Sieht alt und außer Betrieb aus. Also kommt das auch noch hinzu. Ja, im Endeffekt haben wir zwei Probleme. Warte mal, geht's hier weiter? Nein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Keine Chance. Mach ich nicht. Wegen diesen Löchern. Das ist nicht der richtige Weg. Wie soll das denn gehen, bitte? Ich weiß nicht. Können wir mit den Löchern irgendwie agieren? Ich drück mal drauf, wenn die Löcher kommen. Vielleicht kommt da ein anderer Text. Wenn sie dann mal kommen. Diese Maschine ist riesig. Ja. Gleicher Text. Der Bau muss Millionen gekostet haben. Gleicher Text. Da unten ist rein gar nichts. Wir können hier nichts machen. Auch hier irgendwie. Da oben nochmal. Ist das was anderes von hinten? Könnte zwei Kabelenden zusammenhalten. Aber die lösen sich wieder, sobald ich loslasse. Okay. Bah, ich hasse Kaugummi. Das Stück Kaugummi wird die Kabel zusammenhalten. Gerade noch. Okay, ja, das muss man auch erstmal sehen. Was passiert denn jetzt? Strom ist wohl da. Aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Die Kabel werden durch das Kaugummi zusammengehalten. Das sollte für jetzt reichen. Die Kabel halten. Mehr kann ich nicht tun. Ja. Das Kontrollpult ist für das Rollband. Tja, und da geht's nicht. Strom ist wohl da, aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Wenn ich sehe hier das Kabel, können wir hier langlaufen? Können wir zwar, aber wir kommen hier nicht rüber. Können da auch nichts machen. Nicht jetzt. Eine Art Rollband. Ja, nee. Wahrscheinlich um die großen Trichter zu bewegen. Mhm. Hier ist ja auch nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall deutlich genauer hingucken, dass wir solche Sachen nicht sofort übersehen. Die Tür. Ja, doch, die war offen. Die war zu, ne? Abgeschlossen. Ja. Ein altmodisches Schloss. Ja, ich weiß ja. Also gucken wir hier auch nochmal genauer. Da hinten. Nichts. Wir kommen auch hier nicht rein. Wir können leider den Schlüssel nicht bekommen von ihm. Oder sagen wir so, wir können ihn nicht mal fragen. Liegt wieder irgendwo in der Ecke, so ein kleines Ding, das hätte man einsammeln sollen. Ich meine, was soll das? Warum können wir hier... Ich lasse die Tür zufallen. Aber für was? Die Tür ist nicht auf. Ja, aber... Das wird noch irgendeine Bedeutung haben, irgendwann. Und wenn nicht, dann kapiere ich es nicht. Hier geht ja auch nichts. Habt ihr das gerade gehört? Ging da die Tür gerade wieder auf? Nein. Okay. Habe ich mir eingebildet. Ich habe aber gerade einen Schlag gehört, als hätte jemand woanders eine Tür zugemacht. Ich lasse die Tür zufallen.
Es bringt halt einfach nichts. Okay, warte mal, was können wir denn an diesen Dingern machen? Die Schalttafel zeigt grünes Licht. Das bedeutet wohl offen. Ach, du bist so intelligent. Da! Ich finde mit bloßen Händen keinen festen Halt. Aha! Mann, ey. Der allseits beliebte Fleischerhaken. Ah, bis man das mal sieht. Was haben wir denn hier? Schmiermittel vielleicht? Das Öl nehme ich mir. Öl. Sehr schön. Ja, man muss nur lang genug suchen, dann findet man auch das, was man sucht. Oh, die Weisheit des Tages heute. So, dann können wir theoretisch mit dem Ding eventuell die Kette da einschmieren. Den Kran benutzen. Und dann hätten wir nur noch das Problem, dass wir hier das Steuerpult nicht benutzen können. Müssen wir auch noch eine Lösung finden. Ein bisschen Öl über die Kette. Ja. Oh, okay, wir können in mehreren Richtungen. So, das macht ja schon mal so Sinn. Dann einmal runter. So. Er wird wohl nicht klug genug sein, das selber dran zu machen, oder? Ach, muss ich jetzt an... Oh. Okay, jetzt verstehe ich, warum wir das können. Hoffentlich hält der Haken. Das hoffe ich auch. Kommen wir hier noch hoch? Nee. Oh, wir sind schon wieder... Ah, gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber, mal gucken. Ja. Hoch bitte. Oh, doch erhebt. Erstaunlich. Der Safe steht auf den Rollen. Okay. Ach, guck mal, wir kriegen jetzt ihn als Hilfe. Dann versuchen wir doch mal, ihn einzusetzen an diesem Schaltpult. Nein? Dann tun wir jetzt einfach mal so und gehen trotzdem mal ran. Vielleicht kommt er ja zu uns. Strom ist wohl da, aber das Kontrollpult funktioniert immer noch nicht. Okay, können wir vielleicht jetzt mit ihm darüber uns unterhalten? Ah. Ich habe die Kabel verbunden, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich repariere es. Okay. Komischer Kauz. Bitteschön. So gut wie neu. Oh Mann. Einmal mit dem Fuß dagegen und schon... Oh je. Oh je, Mini. Das Kontrollpult funktionierte, aber nur teilweise. Nur teilweise? Ich kann alle Rollen gleichzeitig bewegen, aber nicht einzeln. Ja gut, das ist jetzt... Oh, und dann drehen die sich mit. Müssen wir wahrscheinlich hier hin, oder? Okay, ich glaube, das wird ein sehr lustiges Spielchen. Bin mal gespannt, wie gut wir das hinkriegen.